Heute um ca. 6 Uhr sind zwei Polizeistreifen in den 16. Bezirk in eine Wohnung gerufen worden. Es gab mehrere Anrufe, dass hier eine randalierende Person in einer Wohnung die Wohnung demolieren soll, und auch Frauenschreie waren wahrnehmbar. Die Polizisten sind dann in das Stiegenhaus gegangen, bei der besagten Wohnung, die im 3. Stock war, sind dort raufgegangen. Plötzlich hat sich eine Türe geöffnet und ein Mann ist mit zwei Messern in der Hand. Es handelt sich hierbei um Küchenmesser mit einer Länge von ca. 20 cm, sogenannte Fleischmesser, auf die Polizisten losgestürmt. Es gab dann noch eine Täteransprache, wo er aufgefordert wurde, die Waffen fallen zu lassen. Das hat der Mann allerdings nicht getan. Die Polizisten haben dann in einer offensichtlichen Notwehrsituation geschossen. Der Mann ist dort zu Boden gegangen und kurze Zeit später noch am Tatort direkt verstorben. Ein Polizist wurde am Oberschenkel verletzt, wird momentan in einem Krankenhaus behandelt. Die anderen drei Polizisten werden momentan vom psychologischen Dienst, vom sogenannten Peer Support der Wiener Polizei betreut. Die genaue Überprüfung des Schusswaffengebrauches übernimmt die Landespolizeidirektion Steiermark. Hier wird sich in den kommenden Tagen dann herausstellen, beziehungsweise bei der Tatrekonstruktion, wie das Ganze sich zugetragen hat und wie viele Schüsse gefallen sind, das kann man momentan noch nicht sagen. Die Lebensgefährtin oder Frau, das ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen, wurde jetzt vorerst mal aus der Wohnung gebracht. Sie wird vom Landeskriminalamt einvernommen. Sie ist körperlich unverletzt. Den Gesundheitszustand, wie es ihr psychisch geht, kann ich nicht beurteilen.